Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge Airborne Kingdom. Ruhig und entspannt geht es weiter mit unserer Reise hier durch die Königslande. Oder was auch immer. So, wie sieht's aus? Wassertechnisch sieht's gut aus, nahrungstechnisch sieht's gut aus. Ja, selbst mit der Kohle sieht's gut aus. Auftriebstechnisch geht es noch. So, wir haben in der letzten Folge noch angestoßen den Bau von diesen Wasserkondensatoren, die uns ein klein wenig Unterstützung geben werden im Bereich der Wasserproduktion bzw. ne, ihr wisst schon, auftanken und so. Da ist auch die Möglichkeit nochmal gegeben, ein bisschen nachzutanken, wie wir gerade sehen. Entschuldigung. Ich räusper mich heute so durch den Tag. Mal mehr, mal weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger. Man weiß es nicht. So, was ist hier mit Lookout? Yuka Ausguck. Der Ausguck. Wir werden in Yuka, wo der Baum der Sternwarte bereits Früchte trägt, herzlich empfangen. Einige der Einheimischen wollen uns begleiten. Ja, gut, ich brauche Leute. Und wir nehmen sie dankbar an. Ja, ja, schon, schon. Okay. Der König kommt zu uns an den Abhang. Unsere Mühen haben ihn überzeugt. Wir sind in seinen Augen wahrlich ein neues Königreich der Lüfte. Wenn wir einen Himmelshafen bauen. Ne. Wenn wir einen Himmelshafen bauen, wird der Yuka-Ausguck unser Verbündeter. Das klingt sehr gut. So, ach, hier ist mal nicht kaputt. Jetzt geht's mal wieder. Das Lächeln des Königs blitzt durch den herabhängenden Schnurrbart. Meine hängen nicht ganz so herab. Er klopfte uns allen auf den Rücken. Danke, danke, danke. So kraftvoll, wie es seine hagere Gestalt nicht vermuten ließ. Okay. Denn sein Königreich war nun errettet. So wie bald unsere Prophezeiung. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Mulab. Im zweiten Chronisten. Das war sehr optimistisch, der Mulab. So. Baue einen Himmelshafen, wir brauchen 15 Holz, kriegen wir hin, 10 Eisen kriegen wir auch hin. Wir brauchen zwei Leute, die da mal eben so eine Hand anlegen. So, Moment. So, Himmelshafen, Dings bauen, wir machen mal hier so eine einen auf Speedy Gonzales. Der schnellste Let's Player von Mexiko. Nein, Quatsch. Ausgerechnet dich. Wie gesagt, hier ist Ruhe und Entspannung angesagt. Hier gibt es keine Hektik, hier gibt es keine unnötigen Schnitte oder so und dergleichen. Hier läuft alles easy peasy. So, Himmelshafen wird gerade eifrig gebaut. Wir brauchen schon so ihre Zeit, ne? Aber das Gebäude nimmt Form und Gestalt an. Wie weit sind wir? Fast fertig. Ein Stückchen noch. Ein Stückchen noch und dann gehe ich hier wieder auf Normalgeschwindigkeit. So, das muss reichen. Damit wir hier unsere Sachen machen können. So. Achso, die sind. Ja, da ist fertig. Ja, da ist das raus. Brauchen wir nicht. Wir können nach Hause zurück. Zack, bumm. Achso. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Juhu, ausgezeichnet. Juhu, sehr gut. Damit ist der Bereich jetzt hier auch voll. Wir sind nun verbündet mit Yuka Ausguck. Ausgezeichnet. Ja, unser Wandteppich nimmt immer mehr Form an. Königreich Rutula. Kann man das? Kann man nicht an. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre jetzt geil gewesen, wenn wir jetzt hier noch das anklicken können.
Und hier wären nochmal so irgendwie so ein paar Zusatzinformationen, ja, so, oder halt so über so eine Zusammenfassung vielleicht nochmal, also so im Königreichen erschienen. Wäre eine geile Sache gewesen. Königreich Rutula, Felder von Agromatz. Ich erinnere mich, die Agromatzen. Dann Kantis Kreuzung. Immer Kreuzzug sagen, ich weiß gar nicht warum. Melia-Massage, Monims Gießerei, Yuka Ausguck, das machen wir doch gerade nochmal hier. Die Klippenpforte und Steilhangwarte. So. Das ist erledigt. Und da wird eifrig gefeiert, das finde ich cool. Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet den Yuka-Ausguck nun mit uns und seinen Nachbarn. Einige Arbeiter schließen sich uns voller Vertrauen in unsere Prophezeiung an. Außerdem liefern sie uns nun jeden Tag plus 6 Eisenerz. Ach, die auch. Soll mir recht sein. Da sie nun mit den Himmeln verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Ja, wir müssen die anderen Königreiche finden, Bande knüpfen, bla bla bla. Das kennen wir ja schon, damit die Prophezeiung erfüllt wird. So. Markt? Nö. Das wäre, wir sind nun bekannt als Kleinstadt der Lüfte. Man höre und staune. Wir sind immerhin schon mal eine Kleinstadt. Ausgezeichnet. Welch Freude, wieder einmal sind wir gewachsen. Unser Ziel, den großen Rat der Alten wieder aufzubauen, haben wir fast erreicht. Nun sind wir eine Kleinstadt voller wunderbarer Einwohner, deren Beiträge eine ganz eigene Kultur entstehen lassen, die das Beste aller Orte, die wir besucht haben, vereint. Ihre Sehnsüchte wachsen. Licht, Glaube, Gesundheit und Geborgenheit werden allesamt unverzichtbar. Erst dann können sie hochglücklich sein. Ausgezeichnet. Ja, ich weiß nicht, ob das ausgezeichnet ist. So, neutral. Oha, wir haben 100. Na gut, da fehlt natürlich jetzt ein bisschen... da fehlt jetzt so ein bisschen Wohnraum. Gründe der Unzufriedenheit. 3 Einwohner haben kein Zuhause. Ja, jetzt mal nicht hier rummaulen und sofort wieder kündigen oder so. Ne? Das ist hier kein Let's Play. Doch, ja. Ich verrenne mich ja gerade. Wir bauen natürlich sofort. Wir bauen natürlich sofort neue Wohnblöcke. So, ich mache mal hier so die Reihe hier mal voll. Das sollte, Moment, da geht auch noch was. Von den Ressourcen her sollte das passen. Ja, 333 sind noch übrig. Das ist ganz cool. Warte mal. Bei der Gelegenheit. Augenblick. Was da unten ist? Quarz. Oh, ein bisschen Quarz. Ein bisschen Quarzen könnten wir auch wieder. Das hier mit dem Teil. Da haben wir alles gefunden. Das ist cool. Das ist waldbräunig. Das ist Kohle. Ist sehr nett zu wissen, aber jetzt brennt es momentan nicht so unbedingt. Das ist immer das Gleiche. Man findet immer das, was man gerade nicht... Oder man findet gerade immer das nicht, was man gerade sucht. Irgendwo hatten wir massenhaft von Lehm. Vorkommen. Jetzt ist nicht ein einziges mehr da. Da hinten sind auch wieder nur Bäume. Ja, und viel weiter gucken kann ich nicht. Toll. Was ist das da unten? Textur. Ja, tolle Wurst. Was mache ich jetzt? Fülle ich die Kohle ein bisschen auf. Was relativ schnell gehen. Moment, was ist das denn da? Lehm! Ha! Ja, dann nix wie hin. So, erstmal hier den Vogel wieder anschmeißen. So, mach hinne. Jetzt sehen wir nicht hier zu weit weg. Wie lange brauchen die eigentlich für den Bau von den Gebäuden da? Ich kann den Lehm schon wieder riechen. Oh, so. So. Okay. 102. Da haben wir genug.
Aktuell müssen 4 Sehnsüchte erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. Einwohner sind froh, dass die meisten Wege beleuchtet sind. 85%, da wird immer weniger. Der Wege beleuchtet, glaube für 100 Einwohner durch nahe Gebäude. Das ist also komplett abgedeckt. Wir haben 100 und alle 100 sind ohne. Gesundheit für 20, das ist denn natürlich zu wenig. Jetzt angesichts der, angesichts der hohen Anzahl. Ist das natürlich jetzt ein bisschen knapp. Okay. Achso, die sind alle, ich wollte schon gerade sagen, warum sind die denn alle mit Arbeiten beschäftigt? Aber klar, die sind mit dem Bau der Gebäude noch nicht ist noch nicht abgeschlossen. Ne? Also hier das Ausbauen des Wohnraums. Jetzt haben wir es aber. Huch, Info krumm leer. Ups, das ging aber schnell. So, ja, Moment. Wenn die mit Nörgelei beschäftigt sind, von wegen, wir haben hier nicht genügend Möglichkeiten der guten Versorgung im Bereich der Gesundheit. Da kann ich aber abhelfen. Wir brauchen. Sollte vielleicht auch mal so langsam Quarz ins Auge fassen. Müll. Moment. Ganz vorsichtig. Genau, erstmal hier so einen Teil hinsetzen. Wir brauchen 3, glaube ich. Ne? Das heißt, insgesamt sind es 6. Egal. Es geht hier auch um die Zufriedenheit. Da muss ich da entsprechend investieren. Was ist jetzt hier mit der Kohle? Okay, dann nehmen wir noch die Kohle eben mit. Was er gerade anbietet. Auch das sollte vergleichsweise schnell gehen. Ist Quarz, das nehmen wir auch noch mit. So, oh, die sind schon fertig. Und immer noch neutral. Fast voll. Okay, dann dahin. Hallo? Solange ich da noch die Möglichkeit habe. Nutze ich sie. Ja, das mit der Gesundheitsversorgung ist natürlich so ein Punkt. Ortsmieten ist leer, okay. Achso, warte. Ja. Na, ich mache mal kurz Pause. Das ist so ein Punkt. Wie kriege ich
das am besten gelöbt? Moment hier mal eben. Erstmal, ich brauche mir noch mal ein bisschen mehr Wohnraum. Machen wir das hier komplett. So, der Geiz. Dann da aber das ist hier das Maximum, was jetzt hier von der Fläche her geht. Ne? Wenn ich jetzt noch den nächsten Wohnraum brauche, muss ich zusätzliche Gebäude entsprechend, also hier, das Ganze hier entsprechend anbauen, umbauen, wie auch immer. Weil auf eine vierte Etage geht es nicht mehr. Hoffe ich nicht. Wir sind ein bisschen. Mal schnell Hecklastig. Wenn ich das Teil verschieben würde. Also hier hin. Jetzt hängt ja noch mehr durch. Oder nee, genau oder genauso. Gedacht, ich muss hinten mehr Auftrieb erzeugen. Wo war ich da wieder mit meinen Gedanken? Wenn ich den Ventilator... Oh, ihr habt es gerade gesehen. Das wirkt sich unheimlich stark aus. Wenn ich es mal so probehalber da so anbringe. Oha. Oha. Okay. Lass den mal da, wo er ist. Jetzt wird es ganz wild. Augenblick hier mal. Den dahin. Ja, jetzt haben wir Namdos kleine Bastelstunde. Das muss auch mal sein. So, das Dingen hier hin. Na komm schon. Hallo. Okay. Ach, wie gut
dass ich so gut wie nichts sehe, was ich hier gerade mache. So, dann habe ich aber hier jetzt erstmal da vernünftig Weg drumherum. Moment, das muss ich hier auch noch machen. So, dann wird einheitlich. Und dann die Teile entsprechend. Ich die dazwischen, da fehlt ein Weg, sehe ich gerade. Warum geht das nicht? Ah, ich muss wahrscheinlich erst die Wege da bauen und so. Bei der Gelegenheit da nochmal. So. Kurz aus der Pause raus. Ich hoffe, unsere Kleinstadt hält sich. Königreich aus dem Gleichgewicht. Verdammt, auch sowas noch. Jetzt erstmal dahin. Das ist besser. Jetzt sind sie wieder neutral. So, wie sieht es aus mit der Bauerei? Kommt er voran? Das sieht ganz gut aus. Oh, ich bin zu schnell. Das ist nicht gut. Nicht, wenn ich hier Dinge bauen will. So, jetzt heißt es wieder ausprobieren. Das Teil kriege ich hier rein. Da hängt immer noch ein bisschen hinten durch. Und der andere war hier, genau. Das kriegen wir da rein. Okay. Wie sieht's jetzt aus? Hängt's immer noch hinten durch. Mist. Hatte die Hoffnung, dass das schon was bringt. Das ist besser. Das ist definitiv besser. So, wir sind schon ein bisschen über die Zeit hinaus. Noch nicht so wahnsinnig viel hier geschafft, aber das musste jetzt sein. Also da, ja, wir sind immer noch hier ein bisschen frontlastig. Das ist egal. Aber das muss man auch erstmal dann halt alles austarieren. Wie geht was am besten? Ja, gut, jetzt habe ich hier natürlich so ein bisschen rumgebaut, aber egal. Ist jetzt nicht nichts Verkehrtes. Aber so viel Zeit muss auch noch sein. Was bringt das jetzt? Das hier? Egal. Sammelt alle 4 Stunden Wasser. Ist das der Bereich, aus dem die jetzt sozusagen, also der Wirkungsbereich, oder was soll das darstellen? Oder verursacht der Lärm oder Abgase oder keine Ahnung? Ich könnte mir vorstellen, dass das so der Wirkungsbereich ist. Aber das ist nur eine Vermutung. So. Okay, ja gut, jetzt haben wir nicht so wahnsinnig viel gemacht. Wir haben immerhin das Königreich für uns gewonnen. Wir haben ein paar neue Leute gewonnen. Von denen die wenigsten wirklich zufrieden sind. Das ist, wenn das Verhältnis andersrum wäre, wäre mir das lieber. Ganz klar. Einwohner sind froh, dass die meisten Wege beleuchtet sind. 85% der Wege sind beleuchtet. Da muss ich auf jeden Fall noch dran schrauben. Ja, man sieht es hier so, das Problemgebiet. Muss ich schauen, dass ich da noch irgendwas hinkriege, so beleuchtungstechnisch. Ja, und die Gesundheit. Ne? Aber da brauche ich auch wieder Leute für, um das entsprechend abdecken zu können. Ich könnte theoretisch jetzt noch eine Klinik bauen, da hätte ich dann noch gerade so
Also wieder die fünf Leute, die ich brauche hierfür. Also wenigstens die fünf Leute, die ich brauche hier für meine Flieger. Da bin ich jetzt mit den 8 schon nicht so glücklich. Ja. Okay. Es ist, wie es ist. Ich muss für diese Folge jetzt mal zum Ende kommen. Alles Weitere dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was uns da so erwarten wird. Und vor allen Dingen, ob ich das jetzt hier mit den Leuten da geregelt bekomme, dass die weiterhin zufrieden oder wieder zufrieden werden. Augenblick sieht das ja nicht so ganz gut aus. Okay. Ich danke für eure Begleitung. Ich danke für deine Begleitung, für eure aller Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Und nutzt und genießt die Zeit. Bis bald.